und gehen weiter. Wir landen schließlich am Teterower See. Hallo, guten Tag. Und dort bei den Bootshäusern. Na, hier wird kräftig gearbeitet, ja? Alles. Man muss ja einen Tag helfen. Tagchen, Susanne Seidel vom ZDF. Nach oben darf ich auch mal gucken. Ja, aber Sie müssen ja immer wieder kurz runtergehen, bitte, ja? Ja, kein Problem. Das ist wie eine Schiffstreppe, ne? Alles so ein bisschen schmal. Oben ist das Schlaf- und ein Wohnzimmer mit einem herrlichen Balkon. Hier frühstücken die Helms gerne, mit Blick auf den Kanal. Da unten kommt das Boot raus. Da kommt das Boot raus. Und dann? Fahren wir raus da zum See. Und dann machen Sie eine kleine Tour. Ein selbstgeschaffenes Paradies. Das wäre heute nicht mehr möglich, sagt er. Die Jungen haben kein Interesse mehr. Nee? Und können auch nicht mehr. Die sind alle in Arbeit und alles und alle außerhalb. Ne? Wir haben schon Hamburger, Oldenburger, wir haben alle schon hier. Ja. Leute, die dann sagen, okay, dann mache ich das und komme mal übers lange Wochenende. Die kaufen sich ein Haus. Also. Ja. Und dann holt er für uns noch sein Schätzchen raus, sein altes Boot. Mit dem ist er fast täglich auf dem See, jeden Sommer lang. Am liebsten angelt er dabei. Jetzt nimmt er mich mit auf eine kleine Spritztour. Das macht er auch mit seiner Frau regelmäßig. Und dann genießen die beiden den Sommer in Teterow. Ja, herrlich.